Ein gutes Messer braucht in erster Linie eine hohe Schärfe. Das bedeutet, es muss eine entsprechende Geometrie haben in seiner Schneide. Und es muss einen guten, ausbalancierten, schön in der Hand liegenden Griff haben. Ja, ich sage, ein gutes Messer ist von Hand gemacht. Das ist meine tiefe Überzeugung. Weil ein Messer zu fertigen, was man ausrichtet auf seine Funktion, bedingt, dass man manchmal sehr fein bestimmte Gegebenheiten an der Klinge oder am Griff ausarbeiten muss. Da ist die maßgebliche wertschöpfende Arbeit der Handarbeit. Also die Handarbeit bringt für mich als Hersteller natürlich mit sich, ich habe etwas, was ausschließlich ist. Wir sind mit der Handarbeit in der Lage, eben halt auch sehr kundennah zu entwickeln. Dort, wo die Maschine besser ist, setzen wir Maschinen ein. Und diese Gratwanderung zu erhalten, das ist unsere Unternehmensphilosophie. Windmühlenmesser sind gedacht für feine Schnitte. Das bedeutet, wenn man exakt schneiden will und möglichst auch fein schneiden will. Unsere Messer sind fein ausgeschliffen. Das ist die Seele des Solinger Dünnschliffes. Also das Blaufließen ist eine besonders feine Art des Messerschleifens, die auf uralten Lederscheiben gemacht wird und auch heute nur noch von uns so praktiziert wird. Es ist eben ein besonders feines Schleifbild, was sich in der Schnittqualität auch ganz besonders widerspiegelt. Bei unseren Messern verwenden wir grundsätzlich erstmal hochqualitative Materialien. Wir machen unsere Messer zum einen aus Carbonstahl, nicht rostfreiem Stahl, mit hoher Härte, aber auch aus rostfreiem Stahl. Wir verwenden für unsere Griffmaterialien unterschiedlichste Hölzer, die ebenfalls von Hand bearbeitet werden. Alles Hölzer, die für sich eine eigene Sprache ihrer Natur sprechen, die eine wunderschöne Maserung oft haben, unterschiedliche Farben. Die Köche sind für mich ganz wichtig in der Entwicklung, weil zum einen erstmal kann ich im Vorfeld beobachten, wie sie mit ihren Messern arbeiten. Dann sind sie natürlich unheimlich wichtige Testpersonen, um das Feedback zu geben für Verbesserungen, um ein optimales Produkt herzustellen, was wirklich die Belange der späteren Anwender trifft. Unsere neueste Entwicklung, die Sea Knives, sind vier Messer, die als Fischmesser gedacht sind für Fische, die vornehmlich vor unseren Küsten gefangen werden. Ich habe versucht, die Erfahrungen, die ich gemacht habe in Asien, speziell in Japan und in Europa, zusammenzutragen in dieser Serie, um ein für den europäischen Koch möglichst optimiertes Fischmesser zu schaffen und ihm in die Hand zu geben. Für meine Cousine und für mich ist der absolut wichtigste Punkt in diesem sehr, sehr hart umkämpften Schneidwarenmarkt: Unsere Messer müssen schneiden, dünn und scharf. Ein Messer ist auf jeden Fall ein Werkzeug fürs Leben. Man muss es gut auswählen, damit man wirklich lange Zeit damit verbringen kann. Es muss gut in der Hand liegen, es muss die Anforderungen erfüllen, die man an es stellt. Und dann hat man so ein Teil sein Leben lang.